Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 24. August 2023. Ihr Lieben, als Menschen wisst ihr, dass ihr, wenn ihr den Ball mit einem Schläger treffen wollt, eure Augen auf den Ball gerichtet halten müsst. Auf diese Weise richtet sich der Schläger ganz natürlich so aus, dass er den Ball trifft. Wenn ihr eine gerade Linie zeichnen wollt, liegt euer Fokus auf der Stelle, an der die Linie enden soll, und euer Geist und euer Körper arbeiten darin zusammen, die Linie auf dem geradesten Weg dorthin zu bringen. Wenn ihr auf euren Bleistift schaut und nicht darauf, wo ihr die Linie enden lassen wollt, wird die Linie vom Kurs abweichen. Genauso verhält es sich mit euren Absichten. Wenn ihr euren Fokus darauf gerichtet haltet, wie ihr euch zum Ausdruck bringen möchtet, richtet ihr euch auf ganz natürliche Weise mit dieser Erfahrung aus, da alle eure Systeme aktiviert werden und zusammenarbeiten, um dies zu ermöglichen. Euer Fokus ist in vielerlei Hinsicht ein äußerst machtvolles Werkzeug, das so entworfen ist, dass sich eure wahrsten Wünsche für euch entfalten. Ihr könntet es euch vorstellen, wie wenn ihr euer inneres GPS mit euren Augen, den Fenstern eurer Seele und eurer Aufmerksamkeit steuert. Ist es an der Zeit zu erkunden, ob euer Fokus und eure Absichten ein und dasselbe sind? Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, die Absichten, die liegen ja so ein bisschen in der Zukunft. Und was haben wir gestern gelernt? Wir sollen lernen, in der Gegenwart zu sein. Wie soll ich also meinen Fokus auf etwas richten, was ich gar nicht sehen will, sehen darf, sehen kann? Ja, das müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, weil ja, so einfach ist es nicht. Also erstmal müssen wir uns Gedanken machen über unsere Absichten. Vermutlich könnte jeder von uns sagen, dass wir hier sind, um den Planeten zu verändern. Und wir haben gelernt, wir können den Planeten nur verändern, wenn wir uns verändern. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Und das wiederum bedeutet, wir müssen uns auf unser inneres Wachstum konzentrieren und fokussieren. Und dann wird es auch ein bisschen knifflig, weil viele Dinge, die den Aufstieg betreffen, die das spirituelle Wachstum betreffen, die Bewusstseinserweiterung betreffen, geschehen auch automatisch und sogar im Schlaf. Ja? Ich habe euch ja mal gesagt, ich gehe den Weg der Müdigkeit. Und letztens hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, wie kann man so viel schlafen? Ja, es ist einfach mein Weg. Ich stehe da drauf, ich liebe das. Und da geschieht ganz viel. Ja, und da ist nicht viel mit Absicht und Fokus. Also abgesehen davon, dass es meine Absicht ist, viel zu schlafen und dann dort Dinge geschehen zu lassen, die mich weiterbringen, die mir wirklich helfen auf meinem spirituellen Weg. Also die Absicht ist wirklich sehr wichtig und es bringt nichts, um in dieses Bild einzutauchen, vorzuhaben, einen geraden Strich ziehen zu wollen, wenn man nicht weiß, wo dieser Strich enden soll. Dann wird man auf den Stift schauen und der wird einem auch nicht sagen, wo die Linie lang gehen soll. Der Vorteil an der Geschichte ist, dass man das üben kann. Das heißt, wir haben nicht nur eine Absicht. Die großen Absichten, die wir haben, die können wir auch verfolgen, aber dafür müssen wir sie ins Kleine runterbrechen. Zum Beispiel, ja, Frieden hört sich wunderbar an. Wie soll ich mich jetzt auf Frieden fokussieren, wo doch die Welt, na, so wahnsinnig unfriedlich ist?
Und dann geht es natürlich darum, den Frieden zu finden. Im eigenen Leben und im Umfeld und vielleicht sogar im Außen, das ja, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, nicht nur unfriedlich ist. Der Frieden wird nur immer wieder gestört, aber grundsätzlich sind ganz viele Menschen auf dem Planeten an Frieden interessiert und wollen auch in Frieden leben können. Und es gibt einen Grund, warum die Medien uns nicht viel von der echten Welt erzählen, sondern immer nur die schrecklichen Ausnahmen als Meldungen des Horrors verpacken, weil ihr euch dann darauf konzentriert. Das ist schwarze Magie, was da betrieben wird, und die nehmen wir gar nicht als Magie wahr. Es ist aber so. Da wird mit eurem Fokus gespielt. Und euer Fokus verstärkt dann das Chaos und den Unfrieden im Außen. Und das wollen wir gar nicht. Im Gegenteil, wir wollen ja den Frieden verstärken, wir wollen den göttlichen Plan umsetzen und nicht helfen, die dunklen Pläne noch aufrecht zu erhalten. Und ja, es gibt eine Zeit, da interessiert uns das und das ist dann auch unsere Aufgabe, genauer zu verstehen, was hier alles falsch läuft oder was hier alles mit böser Absicht vorangetrieben wird. Das ist eine wichtige Zeit und wir sollten uns der auch nicht verschließen, nur ist es nicht unsere Aufgabe, jede Theorie über jeden Plan der Dunklen bis ins letzte Detail zu analysieren und zu verstehen, weil ganz vieles, was als Information da draußen auf uns wartet, überhaupt keine echten Informationen sind, sondern viel Interpretation, auch viel Unsinn und viel Unwahrheit dabei ist. Und dennoch, und das ist wichtig, bekommen wir eine wirklich gute Ahnung, was alles möglich ist und was auch alles umgesetzt wird und wurde schon seit vielen, vielen Jahren. Also Tausenden von Jahren. Also ich sag's mal so aus meiner Sicht. Ich beschäftige mich nicht mit Geschichte, wie sie veröffentlicht wurde und wird von sogenannten Geschichtswissenschaftlern, also Historikern, weil da unglaublich viel verdreht und gelogen ist. Ja? Aber wenn jetzt jemand herkommt aus der alternativen Szene und mir sagt, er hat ein Buch geschrieben, so war es wirklich, dann werde ich dieses Buch auch nicht lesen, weil ich weiß, dass er das bis ins letzte Detail gar nicht wissen kann. Und das interessiert mich dann auch nicht. Mich interessiert dann wirklich die ungeschönte Wahrheit, wie es wirklich war. Und glaubt mir, daran bin ich sehr interessiert. Ich weiß nur, dass sie uns zurzeit nicht zur Verfügung steht. Und deswegen gehe ich mit der alternativen Aufklärungsszene im Detail nicht anders um wie mit unseren Massenmedien, weil die sich gar nicht so unähnlich sind mittlerweile. Leider. Also, Ignoranz ist keine Lösung, auf gut Deutsch, um das einfach gesagt zu haben. Ansonsten hätte der ein oder andere es falsch verstehen können und das Ganze hätte man auch interpretieren können als Esoterik-Käse. Das ist ja das Problem, dass die Esoterik ganz viel Wahrheit enthält, aber ganz wichtige Sachen weglässt. Und das darf man auch nicht zulassen. Und ich glaube, ich habe jetzt hier meine Schuldigkeit getan. Jetzt gehen wir aber weiter im Text. Warum ist es so wichtig, dass wir uns mit den Problemen auf der Welt doch relativ genau beschäftigen? Um natürlich irgendwann zu sagen, jetzt reicht's. Ich habe den groben Überblick. Ich weiß eigentlich über alles einigermaßen Bescheid, was hier auf dem Planeten passiert. Und jetzt nehme ich meinen Fokus wieder zu mir und erschaffe als Co-Schöpfer bessere Dinge für diesen Planeten und für mein Leben. Weil wir sind die erwachten Menschen. Die Wahrheit, die ungeschminkte Wahrheit, wird herauskommen in jedem Detail. Alles wird ans Licht kommen. Und wenn ihr nie etwas darüber gehört habt, euch nie damit beschäftigt habt, dann seid ihr genauso geschockt wie alle anderen, die nicht erwacht sind. Was bedeutet, ihr geht durch eure Emotionen und seid dann in dieser Zeit nicht diejenigen, die für Frieden sorgen, die den Planeten ausgleichen
durch ihre besondere Schwingung, die sie halten können, weil sie diese Dinge grob schon wussten. Also es ist unsere Aufgabe, im Kollektiv die Stellung zu halten und nicht zuzulassen, dass die Racheenergie überhand nimmt, sondern dass es Aufklärung gibt, aber die Wut über die Details, über die Brutalität, über die Hinterlist, über die Bösartigkeit die Menschheit nicht übermannt und, so kommt es bei mir rein, in den Höllenschlund reißt. Und grob informiert zu sein, wird uns übrigens auch nicht davor bewahren, auch geschockt zu sein über die Details. Aber wir sind dann vorbereitet darauf und können das in einer anderen Energie, in einer anderen Schwingung, aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Und das ist ganz wichtig für die Zeit der schonungslosen Offenlegungen. Und so wie beim Frieden, so habe ich ja angefangen, kann man das auch bei ganz vielen anderen Dingen machen, die man unbedingt auf dem Planeten vermehrt oder sogar nur noch sehen will. Frieden, Freude, Fülle, Freiheit und so weiter. Ihr wisst, ich habe da ein paar Wörter auf der Kette. Also, wenn ihr jetzt nicht unbedingt die Absicht in euch gefunden habt, ein Heilzentrum zu eröffnen, eine neue Heilmethode der Menschheit zu schenken und so weiter und so fort, da gibt es ganz viele wunderbare Dinge, dann müsst ihr euch nicht grämen und sagen, ja, ich habe keine Absicht, ich weiß eben nicht, wohin ich meinen Strich ziehen soll, worauf ich meinen Fokus legen soll. Ihr könnt euch dann auf die wichtigen Dinge konzentrieren, die wir alle der Menschheit schenken wollen, die wir alle in der neuen Welt vertreten sehen wollen. Und zwar für alle Menschen. Ausnahmslos. Und ich soll euch jetzt noch eine Passage aus dem Thymus-Text von heute vorlesen. Ihr seid nicht dazu da, immer Recht zu haben oder alles richtig zu machen. Ihr seid nicht dazu da, ein perfektes Leben für euch zu erschaffen, weil ihr so großartige Manifestatoren seid. Was ihr tun und sein sollt, hat mit Meisterschaft zu tun. Das heißt, wir können uns auch ganz einfach, fast ausschließlich, auf unser spirituelles Wachstum konzentrieren. Und deswegen ist es kein Widerspruch in sich. Natürlich geht es auch darum, dass wir ein glückliches, freudiges Leben führen. Aber wenn dies scheinbar nicht möglich ist, wegen Umständen oder Menschen in unserem Leben, dann sind das die Hürden, die uns helfen, zu unserer Meisterschaft zu gelangen, und sie sind nicht in erster Linie die Hürden, die uns von einem glücklichen Leben abhalten. Das ist so wichtig zu verstehen, und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, wenn etwas in meinem Leben mal blockiert ist. Was sehr selten der Fall ist, und das haben auch schon manche Menschen unter den letzten Videos bemerkt, und deswegen gehe ich jetzt hier auch mal weiter. Natürlich gibt es Ausnahmen von dieser Regel. Und das sind diejenigen, die unter euch leben und es nicht eilig haben, in die fünfte Dimension zu kommen, weil sie es so genießen, euch allen zu dienen, die sie unbedingt brauchen, um die Energien auszugleichen und den Raum für die Menschheit zu halten. Ihr könnt euch aber mir anschließen, das sage ich jetzt einfach mal so, weil das trifft zu 100% auf mich zu. Ich habe auch meine Herausforderungen gehabt, ich habe auch noch wenige Herausforderungen, wo ich noch wachsen darf, aber ich weiß, dass viele von euch ein viel herausfordernderes Leben haben, als ich es führe. Und ihr habt mein tiefstes Mitgefühl für diese Lebenssituationen, die nicht leicht zu bewältigen sind. Die mir aber auch immer wieder sagen, und ich habe das schon häufiger in den Podcasts erwähnt, vielleicht ist es mal wieder fällig, dass ich die größte Ehrfurcht vor Menschen habe, die kein leichtes Leben führen und wo die Umstände überhaupt nicht günstig sind. Und ich sage nicht, ja, die kassieren jetzt irgendwie Karma ab oder so. Nein. Ich sage, wow, die haben ein so riesiges Wachstumspotenzial und sie haben die Größe, das alles zu bewältigen.
Während ich hier sitze, in meinem einfachen, unkomplizierten Leben und froh bin, dass ich diese Herausforderungen nicht habe und aber weiß, welch unglaubliche Wachstumschancen in diesen großen Aufgaben enthalten sind, und davor habe ich den größten Respekt. Also viele von uns müssen noch durch einiges gehen und in erster Linie, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, geht es um das Wachstum und nicht um die Auswirkungen im eigenen Leben dieses Wachstums. Das geschieht ohnehin. Nur eure Absicht auf ein schönes Leben ist ein bisschen ein Umweg. Eure Absicht auf das spirituelle Wachstum ist das wahre Ziel. Und das wollte Thymus uns noch einmal sehr klar machen. Und Erzengel Gabriel ruft uns ganz deutlich auf, uns zu hinterfragen. Ist es jetzt an der Zeit, zu erkunden, ob euer Fokus und eure Absichten ein und dasselbe sind? Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Haut rein, bis dann, ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.